Zimmer. Ey Leute, ich weiß nicht, ob das noch richtig ist, was wir hier machen. Fears to Fathom, Home Alone und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Horror-Einteile hier auf meinem Kanal. Ein kleines Indie-Game, was diesmal von Steam ist, nicht von itch.io. Wir spielen einen 14-jährigen Jungen, alleingelassen von seinen Eltern, die sich auf einer Geschäftsreise befinden. Die kommen erst in ein paar Tagen wieder und wir als 14-jähriger Steppke haben natürlich nichts Besseres zu tun, als in der Nacht unser Haus vor jeglichen Kreaturen zu beschützen. Irgendwas Komisches geht vor, wir wissen noch nicht genau, was los ist, aber gemeinsam, denke ich, werden wir dem Ganzen auf die Schliche gehen. Genau, ich kenne das Spiel nicht, das Spiel besteht aus mehreren Episoden, die um die 20 Minuten gehen. Bis jetzt ist einfach Home Alone online und wir gucken mal den ersten Part rein. Es sah schon mal relativ gut aus. Schauen wir mal. Fears to Fathom, Episode 1, Home Alone. Am 12. Juli startete das Ganze. Und da wachen wir auf. Mitten am... Es scheint noch abends von der Alarmanlage. Jo, was geht denn hier ab? Oh, das... Abends ist das, ne? 8.03 Uhr abends, ja. Hey, was für ein Wecker-Sound ist das? Ich dachte, die Alarmanlage wäre das gewesen. Der fliegt aus dem Fenster das nächste Mal. Okay, also leicht verpixelt. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das mit einer Kamera aufgenommen. Hat schon mal geile Vibes. Von Einrichtungsstil könnte es, keine Ahnung, 80er, 90er sein. Ich weiß es nicht. Also ich weiß ja nicht, welche Eltern lassen ihr Kind mehrere Tage, das 14 Jahre alt ist, alleine zu Hause. Was haben wir hier? Schulaufgaben. Ja, ich müsste noch Hausaufgaben machen. Aber ich bin zu hungrig. Ja, ich sollte vielleicht erstmal was essen. Können wir Licht an- und ausschalten? Auch nicht. Energisch. Oh, die Musik passt ja schon mal. Drei Textnachrichten. Gucken wir mal rein. Haben wir einmal von unserer Mom und von Oliver. Die Mom zuerst. Dein Vater und ich werden am Sonntag zurück sein. Warum bist du so paranoid, Mom? Ich bin schon 14. Wow. Dem wachsen quasi schon Barthaare. Ich denke, ich werde ein wenig schlafen oder ich werde mir eine Pizza bestellen. Meine Mutter, nein, das musst du nicht machen. Ich habe bereits etwas für dich gemacht. Da ist Lasagne im Backofen. Geil. Nee, nicht im Backofen, im Gefrierer. Und der Oliver, wie lief's mit Chemie? Habe ich total vergessen. Letzte Nacht. Lol, same. Also er auch. Meine Eltern sind nicht im Haus und ob er vorbeikommen möchte. Ein bisschen Mario Kart spielen. Ja klar, er kommt vorbei. Okay, er soll noch Josh fragen, ob der kommen möchte. Ich kann es einfach nicht versprechen, Dude. Ich habe noch Pläne mit Ned. Okay, ich dachte, ich bin dein einziger Freund, aber gut. Erfahre ich jetzt so über Ned? Jo, also keine Ahnung. Immer. Was geht denn hier? C für Crouchen. Ah, ich kann aus dem Fenster gucken. Ach, das bin ich mit den Jalousien. Ey, können wir das nicht? Was sind denn das für Lampen, ey? Kann der nicht mal irgendwelche LEDs hier reinhauen? Ist ja mal richtig dunkel. Komm, ich mit ein paar Cornflakes. Scheiß auf Lasagne. Wir sind alleine, ey. Wir würden nichts anderes machen. Ich habe nichts zum Abwaschen. Okay. Boah, ey, sieht man überhaupt? Ich sehe halt überhaupt nicht viel. Aber ich habe auch bei mir alles ausgeleuchtet. Yo, der legt sich oben schlafen und schließt nicht einmal die Türe ab. Hello. Ist da jemand? Hello. Oh, eine unsichtbare Wand. Hier scheint auf jeden Fall noch reges Treiben zu sein.
Können wir auch irgendwie abschließen? Geht nicht, ne? Ne, geht nicht. Okay, auf jeden Fall schauen wir uns das Haus weiter an. Ich muss das vielleicht im Nachhinein heller machen. Ist halt total dunkel. Ich weiß es nicht. Können wir Schubladen aufmachen oder so? Nee, komm, wir holen uns jetzt die Lasagne. Wir haben Hunger, wir wollen was essen. Darf ich nochmal bitte gucken? Alles gut. Also, kommen wir aus dem Gefrierer. Oh, was für Lasagne. Wir haben hier auch Pommes. Nutella. Ah, komm, wir nehmen die Lasagne. Ey, chill. Lasagne. Zumachen. In den Ofen. Zack. Und wann wissen wir, wann die fertig ist? Macht die irgendein Geräusch? Wie der Wecker oben? Okay, hab schon ein bisschen Schiss, ne? Weil man aber auch so gar nichts sieht. Kann ich da was heller machen? Nee, ich kann nur die Messages lesen. Können wir Fernsehen gucken? Jo. Essen ist fertig und Fernsehen ist an. So. Ja, das Essen ist eindeutig warm. Boah, ey, wieso habe ich das Gefühl, wir sind nicht alleine hier? Hab halt schon Schiss, ne? Lass uns mal hinsetzen. Komm, lass mal essen. Nom, 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 nom. Alter. Habt ihr das gesehen? Ich schwöre, da ist einer die Treppe hochgegangen. Ich könnte schwören, dass einer die Treppe hochgegangen. Boah, kann der mal aufhören zu schmatzen? Oh shit. Wollen wir nachgucken? Mit der Lasagne in der Hand gemetzelt. Alter. Ey, ich weiß aber auch nicht, was das für Sounds sind, die ich da höre, ne? Boah, ich esse erstmal die scheiß Lasagne auf. Komm, ess auf. Los, 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 komm. Ist mir egal, ob die heiß ist. Los, komm, hau weg das Zeug. I was already feeling fast sleep. Okay, er ist jetzt müde geworden. Oliver hat uns nochmal geschrieben. Ey, ja, chill mal, ey. Komm, mach mal aus. Okay, er scheint keine Zeit zu haben und nicht kommen zu können. Aber ich soll Jessica noch fragen, ob sie vielleicht Zeit hat. Ich weiß halt nicht, ob ich Schritte höre, gell? Ich trau mich da jetzt gerade irgendwie nicht hoch. Scheiß drauf, komm, ich gehe da jetzt hoch. Oh. Nochmal, der Oliver. Was ist los? Ah, das sind doch die Nachrichten von eben. Ah, wir haben ihm geschrieben gehabt. Chill out, dude. Ist eigentlich alles okay. Ich gehe zurück ins Bett und mache nachher dann Chemie. Verdammte Scheiße, ey. Tut mir leid, die Ausdrucksweise. Hör mal zu. Sind wir allein hier? Ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber ich schwöre, da ist einer die Treppe hochgegangen. Egal. Also jetzt, er wollte ja erstmal schlafen gehen. Oder macht er was? Oh, okay, wir haben gelernt. Jetzt ist inzwischen kurz vor 1 in der Nacht. Okay, er hat schon so viele Stunden gelernt. Hauser kommt, sind fertig. Jetzt geht er pennen. Okay.
Mein Gott, ey, scheiße. Ich kann zu nicht schlafen gehen. Ey, meine Mom schreibt mir. Was geht? Sei nicht zu lange wach, mein Kind. Time. Was you shouldn't get to hear from Mrs. Paul. Keine Ahnung. Irgend sowas. Oh, das bin ich. Ey, komm, wir gehen schlafen. Also wir haben Durst gekriegt, kurz nach 1 in der Nacht. Ey, er hat nicht mal die Türe unten abgeschlossen. Was sind denn das für Eltern? Aufsichtspflicht wieder komplett nicht erfüllt. Hallo? Gut, wir gehen runter. Ich kann mich nicht dran erinnern. Oh mein Gott, hier ist einfach alles so dunkel. Mann, die Musik wird lauter. Scheiße, Mann. Ey, Leute, ich weiß nicht, ob das noch richtig ist, was wir hier machen. Ich glaube, wir laufen geradewegs in unseren Tod. Eigentlich wollten wir ja nur was trinken. Komm jetzt. Komm, trink. Wir brauchen ein Glas oder so, ne? Irgendwas, irgendwie. Können wir hier was aufmachen? Kannst du nicht einfach aus dem Wasserhahn trinken? Jetzt mal ohne Scheiß. Geht nicht. Will er nicht. Ey, komm jetzt. Halt hier. Nee, auch nicht. Der Fernseher ist an? Ich will ihn gerne ausschalten. Es ist halt wirklich so dunkel, ich krieg nicht mal mit, wenn irgendwas Gruseliges passiert. Ja, er wollte was trinken, komm jetzt. Wir können auch nicht... Shit. Oh. Yo, das war's. Fears to Fathom. Home Alone. kleines, aber feines Spiel. Ey, 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 ey. Oh. Das hat mich jetzt richtig gecatcht. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr noch wissen wollt, wie es vielleicht weitergeht, keine Ahnung, vielleicht kann man das ja noch... auch in Zukunft mal angehen, wenn die anderen Parts noch rauskommen. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback von euch freuen. Ich hoffe, meine Nachbarn kommen jetzt nicht gleich. Und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Bewertet das Video ruhig und haltet die Ohren steif. Ciao.